Ich grüße euch Leute und herzlich willkommen ja zum nächsten Video mit WWE Champions. Ist gar nicht so lange her, wo wir hier gesessen haben, wo wir unsere Ziehung gemacht haben und wo wir das TP und Coin Event gemaxt haben. Und Leute, alle Jahre wieder oder besser gesagt alle Tage wieder, heute ist es schon wieder soweit. Zwei Tage später wartet bereits das nächste Coin Evolution und TP Event auf uns, um das wir uns heute gemeinsam kümmern wollen. Wir gehen hier mal ganz kurz hin. Ich hoffe, also ich gehe eigentlich mal felsenfest davon aus, dass das mit dem Meilenstein wieder ganz genauso sein wird. Ihr wisst, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wir gucken vielleicht lieber noch mal ganz kurz. Okay, wir brauchen wieder um die 10 Millionen Punkte. Und Leute, darüber habe ich mir natürlich auch schon Gedanken gemacht. Übrigens, für die, die sich fragen, Christian, warum kein Supercard-Video? Das Ding ist einfach Donnerstag. Wie gesagt, heute habe ich keine Zeit, also wo ihr das Video seht heute. Ich kann dieses Video jetzt nämlich am Mittwochabend aufnehmen. Und deshalb halt heute Champions. So, was wollen wir machen? Ich habe mir natürlich wieder was Besonderes überlegt. Ich habe auch gerade nochmal hier bei Kampf geguckt, wegen diesem Star-Gauntlet-Blitz. Der ist jetzt hier zu dem Augenblick, wo ich das Video aufnehme, noch nicht da. Aber ich denke mal, genauere Infos folgen dann im nächsten Video. So, was will ich heute mit euch machen? Wir kümmern uns heute um Jeff Hardy. Hab auch so alles mal gerechnet gehabt, den wollen wir halt auf 4 Sterne bringen. Und ja, dann fehlt noch ein bisschen was und Leute, da gehen wir mal hier so schön auf Upgrade. Leute, aus unserer Ziehung sind ja verschiedenste Sachen rausgekommen und Sachen, die ich davor noch hatte. Und das werden wir natürlich auch nutzen. Ich glaube, jede Fusion eines 2-Sterners bringt 100.000 Punkte. Kleinvieh macht Mist. Leute, das sind 5 Stück. Das ist 500.000. Und dann natürlich der Macho Man, der 1 Million Punkte bringen wird, sind wir bei 1,5 Millionen. Plus, was das ganze Gelumpe natürlich auch noch kostet. Wir gehen hier mal auf Fusionieren und fangen hier mal mit dem ersten an, worüber ich mich zum Beispiel schon wieder mega freue. Nämlich, es geht um Big Show, den Powerhouse. Ein sehr guter Powerhouse, muss man sagen, ganz klar. Ist natürlich jetzt in meiner Liste, was Baustellen angeht, ziemlich weit unten. Aber trotz alledem freue ich mich, dass wir die Fusion hingekriegt haben und ihn jetzt hier auf 2 Sterne Gold begrüßen können. Mach mal direkt mal weiter. Batista waren aus der Ziehung gewesen. 2 Sterne Silber. Ja, jetzt nicht so mega interessant, aber ich sag's immer wieder, haben es besser, wir brauchen. Und dann kommt Batista wieder mal dran und ach, dann in irgendeinem Event und dann hast du wenigstens auf 2 Silber, kannst vielleicht den normalen Modus komplett zocken mit ihnen. Leute, so muss man das ganz einfach alles auch mal ein bisschen sehen. So, wir machen munter weiter unser Upgrade-Spielchen, haben hier noch eine Fusion für Goldust, den Striker, den können wir auch auf 2 Gold jetzt hier begrüßen und das macht man natürlich auch sehr, sehr gerne. Kommen hier noch so ein paar Meldungen, die können weg. So. Warum denn nicht? Auf 2 Gold nehmen wir mit geschenkten Gaul, den guckt man einfach nicht ins Maul. So, dann haben wir hier natürlich Stone Cold Steve Austin, den Striker, den wir tatsächlich auch im Rahmen dieser WrestleMania-Tour auch noch irgendwann brauchen werden. Und da auf 2 Gold, ich denke mal, wenn ich da noch Münzen bei ihm reinkloppen werde, weil ich auch machen werde, weil ist ja schon ein bisschen was drinne, dann denke ich mal, werde ich wenigstens den normalen Modus mit ihm schon packen. Und das finde ich ist doch eigentlich eine ziemlich coole Nummer. Na, guck mal, mit 5 Boxhandschuhen, ja, dann könnte der eigentlich sogar auch auf 3 Sterne hoch. Na, denkt man mal lieber nicht drüber nach, weil ich habe eigentlich andere Sachen vor. Und ja, Leute, darüber müssen wir auch reden. Der gute Randy Orton hat es tatsächlich geschafft mit den Splittern. Er hat jetzt weit über 200 und wir können ihn jetzt auf 3 Sterne Bronze fusionieren. Und ich sag ganz ehrlich, ich bin sehr gespannt wegen seinem dritten Manöver hier, wegen dem Exploder-Suplex, wie der so aussieht und wie der eventuell ja, sich auf seine Fähigkeiten auswirkt und auf die Art und Weise, wie man ihn spielt. Weil zu allen Superstars weiß ich natürlich auch nicht alles. Und deshalb gerade auch bei ihm, für mich auch interessant, wie sieht es bei ihm denn eigentlich auf 3 Sterne so aus? Und ich würde sagen, die Zeit nehmen wir uns auch mal ganz kurz. Hat doch über 2500 Talent. Jetzt bin ich aber mal so ein bisschen interessiert. Was war denn seine Trainerfähigkeit? Okay, gelbe Juwelen, alles klar. So, und was kriegt er denn hier? Du verursachst Schaden und machst Juwelen zu gelb. Das ist krass. Das ist eigentlich ziemlich krass, weil man könnte dann, hätte ich hier 2 Manöver, um hier gelb draus zu machen.
Okay, machst hier Verstärker, okay. Und hier Finisher für jedes Verstärker-Juwel. Ah, der bräuchte vier Manöver, die du spielen kannst. Sehr interessant, auf jeden Fall muss man sagen, kann man sich auf jeden Fall irgendwann nochmal genauer ein bisschen mit befassen. Und dann, ihr habt es mitgekriegt, das Ergebnis aus unserer Ziehung. Wir können eine Fusion für den guten Macho Man machen. Ich will nochmal ganz kurz was gucken, weil der Danny mich auf was hingewiesen hat. Wir haben jetzt 360 Splitter für ihn. Und ja, Fusion auf 3 Sterne Silber und ehrlich gesagt, Leute, ich freue mich darüber. Das ist wirklich cool. Ihr wisst, ich stehe auf Legenden und der Macho Man wäre so ein typischer Superstar gewesen, den hätte ich nie weiter hochgezogen mit Einsatz von meinen Marken. Und so nehme ich das natürlich gerne mit, eine kostenlose Fusion. Wir brauchen ihn im Event, das bringt mir ein paar WrestleMania-Münzen noch mit ein und deshalb coole Sache, nehmen wir mit der Macho Man auf 3 Sterne Silber. So. Und dann natürlich sind ja noch ein paar Splitter da und da können wir dann schön die Manöver hier noch hochziehen. Das ist doch echt eine coole Sache, Leute. Nehmen wir natürlich mit. So, jetzt guck mal hier mal bei unserem Coin-Event. Ich habe so gerechnet, mit dem, was ich mit euch vorhabe, werden wir so bei ein bisschen mehr wie 9 Millionen landen, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Aber Leute, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wie gesagt, die 1,5 Millionen haben wir jetzt durch diese Upgrades gemacht und das ist doch auf jeden Fall auch schon mal richtig viel wert. So, gehen hier mal auf Talent und werden jetzt den nächsten 4-Sterner begrüßen. Da haben wir nämlich 2 Mann, die können schön das Tag-Team bilden und das ist doch einfach eine tolle Sache. So, bei ihm ist natürlich das Erste, wir müssen erstmal seine Level maxen und das ist natürlich ziemlich teuer. Ihr seht, 3,8765 Millionen, also die gehen definitiv weg heute hier. Und dann ist er wenigstens hier erstmal so weit und dann gehen wir natürlich direkt aufentwickeln und Leute, richtig geil. Der nächste 4-Sterner ist in unseren Reihen. Das finde ich klasse und Jeff Hardy ist wirklich so ein genialer Akrobat. Also für mich wirklich erste Wahl gewesen unter den Akrobaten, den ich habe und bin deshalb noch mehr froh, ihn jetzt endlich auf 4 Sterne zu haben. Geile Sache. Ich habe auch die täglichen dann irgendwann immer mit ihm gespielt gehabt, weil es hat echt Laune gemacht. Und dann ist der Gute doch jetzt auch soweit. Sehr schön. 8.900 Talent, natürlich ein bisschen stärker jetzt als Finn, weil er natürlich 3 volle Sterne hat. Leute, nehmen wir natürlich so hin. So, dann gehen wir hier mal auf die Münzen. Hier oben sind wir. Und gucken mal, ja, 9,5 Millionen, also es fehlen ungefähr 700.000. Und Leute, da ist ganz klar, das werden wir bei der guten Page wieder reinhauen, weil die gute soll ja auf 3 Sterne Gold kommen. So, aber nicht heute, das machen wir im nächsten Talent-Up-Event. Obwohl, muss ich gucken, weil da soll ja der Undertaker auch hoch. Ah, das müssen wir sehen, wie ich das mache. Oder ob ich halt wirklich erst Page mache, weil ich sie für die Tour auch brauche. Leute, da habe ich noch Zeit, mich zu entscheiden. Ich denke mal, wir werden hier mal so 5 Level geben. Haben wir eins. Da haben wir 2. Macht's es spannend, ne? Da haben wir 3. Na. Da haben wir 4. Gut Ding will Weile haben, Leute. Man will ja nun mal einfach nicht zu viel ausgeben. So, und dann macht man noch einmal und das reicht dann noch nicht. Du ahnst es nicht. Mann, Mann, da gebe ich ja 100.000 zu viel aus jetzt. Ach, muss ich durch? Ich werde es überleben. Alles gut, Leute. Auf jeden Fall haben wir damit unser Coin-Event gemaxt hier. Richtig geil. Holen uns hier natürlich die wunderschönen WrestleMania-Coins hier ab und was weiß denn ich nicht alles. Und als nächstes kümmern wir uns ums TP-Event. TP-Event wird jetzt natürlich eine Spur spannender, weil ich mich damit noch gar nicht so richtig befasst habe. Auf jeden Fall werden wir zum Undertaker gehen, weil der ja der nächste ist, der dann hochgehen wird. Haben wir auch noch ein paar Splitter für ihn, das ist schön. Den Rest machen wir natürlich mit Postern. Ach, die sind doch alle Christian. So, dann hauen wir das hier rein und da ist der Undertaker wenigstens hier von den Postern schon mal so weit. Das ist doch auch schon mal richtig viel wert. So, bei Page fehlt noch was. Das nutzen wir hier natürlich auch an der Stelle. Ja, ist halt ärgerlich für mich, da ich so viel Showboard-Poster brauche und Showboard-Poster sind die, die ich am wenigsten habe. Aber Leute, so ist es doch irgendwie immer, ne?
so ist es doch irgendwie immer und dafür sind die Poster nun mal da, dass wir sie halt einfach auch mal ein bisschen ausheben. So, wie gesagt, schön aufpassen, man will ja nicht zu viel machen. Gucken hier mal. Ja, da fehlt uns noch eine ganz schöne Ecke. Und da habe ich mir auch schon gedacht, da werde ich auf jeden Fall bei Andre mal hingehen, weil den brauchen wir ja definitiv auch. Das sind übrigens Katzenleckerlis, die aufgefüllt werden. Braucht ihr euch keinen Kopf machen, Leute. Ah, nutze ich das wegen den roten, weil davon habe ich eh genug. Nee, das machen wir hier mal so komplett. Und bei seinem Finisher, da werden wir das mal so machen. Genau. So, die wollte ich nämlich auch unbedingt nochmal hochziehen für ihn, dass sie ganz einfach da sind. Dann bin ich eigentlich am Überlegen, ob ich bei Doink wollte ich eventuell noch was reinhauen, weil Doink nämlich auch nicht mehr so viel braucht, um auf 4 Sterne zu kommen. Und da wäre das wenigstens erledigt, weil wenn ich hier mal gucke, wie gesagt, es fehlen 2 Wrestling-Matten und dann natürlich hier die Schleifen, die ich mit Diamanten halt holen kann, habe ich noch so an die 30.000. Aber das Ding ist, ich will halt den Undertaker höchstwahrscheinlich, Leute. Also da habe ich mich noch nicht komplett entschieden. Ne? Das Ding ist nämlich, ich habe markentechnisch bin ich mega gut aufgestellt. Und mir würden für eine 4 Sterne Silberfusion halt 2 von den Slammys noch fehlen. Und dann halt hier von den 2 Sternen. Aber die kommen auf kurz oder lang. Und hier müsste ich halt jede Menge mir mit Diamanten holen von den 4 Sterne Goldmarken. Und da würden nur 3 Sterne Goldmarken nebenbei auch noch mit bei rumkommen. Habe ich mich noch nicht so ganz entschlossen. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal hier um Doink. Damit er ganz einfach auch fertig ist, weil er soll nämlich auch auf 4 Sterne noch kommen. So. Mensch, da sind wir doch fast so weit hier. Das könnte sogar sein, dass wir fast ein bisschen zu viel gemacht haben jetzt, oder? Guck mal. Ein ganz kleiner Zippel. 20 Poster ungefähr müssen wir irgendwo noch verballern. Ja, da suchen wir uns doch jetzt mal was strategisch Kluges aus. Ich gehe mal ganz kurz auf Klasse, weil wie gesagt, ich will hier nichts verschwenden. Ne? Ich will ja eigentlich Vince McMahon bei den Strikern danach noch ein bisschen hochziehen. Aber der braucht doch auch wieder schwarz oder so. Ne? Am besten irgendwas Rotes. Irgendwas Rotes, weil davon habe ich einfach genug Leute. So, ich gucke bei Rot. Wo kann ich denn was Rotes noch reinhauen? Bei Taker oder hier, beim Warrior. Das sind dann aber mehr wie 20. Ah, nee. Oh, Leute, jetzt wegen 20 Postern halte ich mich hier offen, ne? Also, du ahnst es nicht. Aber so seht ihr wenigstens nochmal mein Roster ein bisschen. Das darf doch jetzt hier nicht wahr sein. Das darf doch jetzt hier nicht wahr sein. Oder ich mache es natürlich jetzt hier direkt bei Stone Cold, weil ich ihn eh verwenden werde. Oder halt bei Macho Man. Das wäre eine Idee. Leute, wir gehen runter zum Macho Man. Wir gehen runter zum Macho Man. Hier ist er. Und dann ballern wir hier einfach noch ein bisschen was drin. Aber da habe ich ja den anderen Plunder alles. Ich mache mal ganz kurz so. Ah, da kriege ich auch genau die Manöver voll. Ne? Du ahnst es nicht. Du ahnst es nicht. Wieso tue ich das jetzt hier eigentlich? Das hätte ich schön bei einem Talent-Up-Event machen können, aber Leute, ist mir jetzt ehrlich gesagt auch gerade egal. So, und jetzt denke ich einfach nicht drüber nach. Viel zu viel ausgegeben, aber dann ist er wenigstens hier von seinen 3 Manövern fertig. Und dann kriegt er irgendwann, denke ich mal, noch ein paar Coins von mir. Und dann geht das hier mit dem nach vorne. Und so werde ich ihn auch spielen. Wir machen 3 zufällige Schwarze zu Gelb. Und dann kommt Dolph dazu. Und dann machen wir 7 da draus. Und dann geht das so auch nach vorne. Für das Event wird es auf jeden Fall schon reichen, Leute. So, dann holen wir uns natürlich hier den letzten Meilenstein auch noch ab. Und können uns hier dann, denke ich mal, auch noch einen abholen. Also eigentlich dachte ich, ich kann 2 holen. Ja, steht doch da hier. Die 706.000 ist auch abgeschlossen. Da können wir uns 2 Meilensteine abholen. Das ist natürlich toll. Da können wir nämlich, glaube ich, auch noch ein bisschen Headliner-Loot aufmachen und ein paar 3-Sterne-Splitter. Das können wir dann natürlich auch noch gerne mitnehmen. So, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. So, gehen wir mal. Was können wir denn bei Headliner-Loot? Ehen. Du ahnst es nicht, Ehen. So, 3-Sterne-Splitter. Ich will Goldust-Splitter haben. Der Rest ist mir eigentlich Wumpe. Goldust. Bitte Goldust. Das ist nicht Goldust.
Ah, Finn, jetzt, oder was? Kein Goldas, wie gemein ist das denn? Aber naja, nimm wir mit, nimm wir mit. Nehmen jetzt dann natürlich noch den einen Headliner auf. Mal sehen, was es wird. Einfach mal schauen. Eine Wrestling-Matte wäre eigentlich ganz cool, ne? Okay, wir kriegen den Godfather-Hut. Auch den brauchen wir auf kurz oder lang. So, und ansonsten haben wir nichts. Wir wollten quasi das Event ein bisschen maxen. Ja, hier bin ich an den Vols, bin ich dran. Ich habe jetzt die ganzen Ziehungen gemacht für die Rang 6. Na, hallo? Wie das dann immer am Lecken ist, ne? Also wie gesagt, ich habe für... Ey, das darf doch jetzt hier nicht wahr sein, oder? Junge! Was tust du? Ha? Haben wir es jetzt? Also ich habe, wie gesagt, für den untersten Rang jetzt alles gemacht soweit und bin jetzt bereits auf Level 2. Und wie gesagt, großes Ziel ist Christian. Und Christian braucht 200 Splitter, um ihn auf 3 Bronze zu machen. Und ihr seht hier, wir kriegen hier 60-60, sind wir dann bei 120, fehlt halt noch ein bisschen was. Aber dann auf Stufe 3 kommen dann nochmal ein paar Splitter dazu, also auf Level 3. Und dann könnte man es schaffen, ihn auf 3 Bronze zu kriegen. Und das ist ein großes Ziel von mir und auch ein Ziel, was man erreichen kann. Also wenn ich jetzt hier mal gehe, 60, 60, 120 und das oh bloß zweimal, ne? Ah, da sind es ja 180, das ist ja gemein. Dann reicht das doch nicht mit 200. Mann, da muss man ja wirklich Level 4 erreichen. Und bis dahin ist ein weiter Weg. 14 Kisten, dann wären es wahrscheinlich 15 oder 16 Kisten. Also es sind 30 Kisten, um überhaupt dahin zu kommen. 30 Kisten. Du brauchst 550.000 für eine. Das ist 1,5 Millionen Punkte. Naja, Leute, wir stecken den Kopf nicht in den Sand. Es sind noch ein paar Tage, wo dieses Event läuft. Aber ich wollte euch heute auf jeden Fall daran teilhaben lassen, wie wir unseren nächsten Vier-Sterner begrüßen. Und das ist, wie gesagt, Jeff Hardy. Und das war auch der Grund, warum ich immer mein Loot alles schon geöffnet hat, damit ich genau das planen kann, dass die beiden fertig sind. Weil mit den beiden werden wir wahrscheinlich auch unseren Höllenstream machen. Und darauf freue ich mich ehrlich gesagt schon wie die Sau. Und ich denke mal, dann, wenn das nächste TP-Event ist, da kümmern wir uns weiter noch ein bisschen um Paige, wenn sie dann auf 3 Gold ist. Und dann werden wir dann auch TP bei ihr reinknallen. Und dann werden wir bei denen dann hier noch ein bisschen was reinhauen, weil das ist dann natürlich schon mal ein bisschen anderer Preis hier, 190, da geht halt ordentlich was weg und da werden wir dann uns darüber ein bisschen unterhalten. Gut, Leute, soll es gewesen sein, ihr seid im Bilde, das TP-Coin-Event ist gemaxt worden und was ganz schön ist, dadurch, dass der Undertaker noch da ist, das nächste Coin-Evolution-Event und TP-Event, was ja angeblich am 16. soweit sein soll, also wenn ihr das Video seht, quasi auch schon wieder übermorgen und da wird dann höchstwahrscheinlich der Undertaker hochgehen, Page hochgehen, muss ich mal gucken, wie ich mich da so verhalte. Will ja natürlich auch nicht zu viel ausgeben. Aber mit Paige habe ich jetzt geguckt, wenn die auf 3 Gold ist, eigentlich ziemlich cool. Weil dann nämlich hier bei den Diven, ich habe da jetzt hier nämlich schon mal angefangen und geguckt, da reicht die locker. Auf 3 Gold mir den Schüssel hier zu holen. Vor allem die Coins hier sind mir natürlich sehr wichtig. Und darüber hinaus auch die Diamanten, weil die brauche ich, weil ich nämlich noch nicht weiß, wie ich mich mit dem Undertaker verhalte, wenn er dann auf 4 Sterne Bronze ist, ob ich dann direkt angreife mit 4 Sterne Silber. Aber alles zu seiner Zeit. Werden wir sehen, ist noch einiger Tage, die ins Land hier gehen. Das war kein richtiges Deutsch, ist aber überhaupt kein Problem. Und es wird noch viel passieren. Naja, gut. Leute, soll es gewesen sein. Das Video ist schon wieder länger geworden, als ich gedacht habe. Aber der nächste 4-Sterne-Superstar ist da. Ich freue mich wie die Sau. Jeff Hardy, ich grüße dich, mein Guter. Leider fehlt uns Matt. Sonst könnten wir schön die Tour spielen jetzt ums WrestleMania-Event. Aber man kann ja nun mal einfach nicht alles haben. Gut. Leute, soll es gewesen sein. Ich danke euch vielmals, dass ihr wieder mit am Start wart. Und würde einfach mal sagen, keep on wrestling. Und wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Macht's gut, Leute. Ciao.